Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Talk Fragen Infovideos. Ich bin endlich wieder da. Genau gesagt aus dem Urlaub zurück und im heutigen Infovideo mal ohne Ton im Hintergrund. Aus einem guten Grund. Vielleicht hört man es gleich. Es müsste eigentlich gleich soweit sein. Damit ihr es mal hört. Da war's doch. Gewitter. Richtig. Schon seit gestern. Ja, wie gesagt, ich bin ja seit gestern zurück und wollte auch gestern wieder mit dem Aufnehmen loslegen. Ging aber nicht wegen dem Gewitter. Und ja, jetzt geht's genauso wenig, weil das Gewitter schon wieder zurückkommt. Ich habe schon lange keins mehr erlebt eigentlich. Jetzt geht's los und währenddessen möchte ich natürlich ungern aufnehmen. Nur so als Nebeninfo, aber keine Sorge. Heute kamen die Videos und für morgen habe ich auch noch genug. Ich hoffe, dass ich heute noch zum Aufnehmen komme. Das wäre sonst ziemlich blöd, wenn das Gewitter mich stört, weil ich möchte ungern irgendwie Gewitter im Hintergrund haben. Und ich habe jetzt nur den Hintergrund hier in diesem Infopart ausgeschaltet, damit ihr das mal hört. Und ja, ist auf jeden Fall laut und das würde man dann auch in der Aufnahme hören. Das wäre mir ein bisschen blöd. Nur so als kleine Info. Aber wie gesagt, ich bin aus dem Urlaub zurück. Ist doch wieder schön. Mitten im Gewitter gelandet. Geil. Und ja, bin frisch erholt und freue mich dann auf die nächsten Parts, die ich dann aufnehmen kann. So, was kann ich sonst noch so sagen? Das nächste Thema, was mich schon etwas länger beschäftigt, das hängt mal wieder mit einem YouTube-Bug zusammen, aber anscheinend habe nur ich den. Ich habe sogar mal Present LP gefragt, was bei dem so ist, aber bei dem scheint es nicht so zu sein. Das finde ich sehr interessant. Bei mir geht es nämlich um die Playlists. Ich bin schon seit Wochen dabei, die Playlists zu aktualisieren und was hier und da hinzuschreiben, aber es funktioniert nicht. Und das schon seit der Zeit, kurz bevor ich mein Let's Play zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungssinn im Himmel gemacht habe. Und ich habe eben gerade ein Geräusch gehört. Es war tatsächlich noch. Es hat angefangen zu regnen. Ach so, das war's. Alles klar. Gut. Ja, es ist so. Seit. Es müssten ungefähr 7 Parts vor Ende des Let's Plays, da dürfte es so gewesen sein, dass sich da ab da dieser Bug aufgetan hat und ich nicht mehr bei den Playlists eine Beschreibung unter die einzelnen Parts setzen konnte. Das bedeutet, ich konnte zwar die Parts noch in die Playlists einfügen, aber mehr auch nicht. Ich habe ja seitdem auch 2 neue Playlists, ne, zu den neuen Projekten, Pokémon Y und Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Diese beiden Spieler, also diese beiden Playlisten besser gesagt, haben keine Beschreibung, weil ich die nicht schreiben konnte. Finde ich sehr merkwürdig, warum, aber es funktioniert einfach nicht. Das ist egal, von wo aus ich das irgendwie machen möchte. Ich habe Present mal gefragt, bei dem zum Beispiel geht alles in Ordnung, bei euch wahrscheinlich auch. Solltet ihr irgendwie täglich mal Videos produzieren und in Playlisten reinsetzen. Bei mir auf jeden Fall funktioniert das aus irgendeinem Grund nicht. Deswegen wundert euch nicht bei irgendwelchen Playlisten, falls ihr mal nachguckt. Ihr könnt ja gerne mal nachgucken, was das so betrifft. Ich kann zwar, wie gesagt, die Videos da aktuell reinsetzen, damit wir die in der richtigen Reihenfolge haben. Aber ich kann ihn nicht richtig bearbeiten. Das heißt, ich kann da unter keine Beschreibung setzen, unter die Parts, unter den Parts in den Playlisten jeweils. Und die Playlists selbst können auch keine Beschreibung haben, leider im Moment. Und es gibt ja auch ein Thumbnail zu den Playlists jeweils. Das kann ich auch nicht einstellen. Das geht irgendwie gar nicht. Also eigentlich geht gar nichts wirklich gesehen. Nur, dass ihr euch nicht wundert und ich wundere mich umso mehr. Vielleicht wisst ihr ja was dagegen, auch wenn ich nicht glaube, dass ihr von diesem Bug betroffen seid. Anscheinend bin nämlich nur ich das und ich hoffe, das wird sich irgendwann wieder heben und dann mal sehen. Jetzt will der Regen hier richtig loslegen. Ich bin gespannt, wenn der nächste Donnerwetter kommt. Naja, auf jeden Fall das zu diesem Thema. Nicht, dass ihr euch wundert, falls ihr überhaupt irgendwas bemerkt habt. Wahrscheinlich hättet ihr es nicht bemerkt, aber ist mir auch egal. Okay, sonst ist eigentlich nichts zu erzählen. Ja, was soll ich sagen? Die Parts kommen jetzt, wie gesagt, ne, seit heute in dem 500-Abonnenten-Special. Das heißt, 3 Tage pro Video. 3 Videos pro Tag. Bin ich bescheuert? 3 Tage pro Video. Könnte hinhauen, aber nee, lieber nicht. Schön. Habe ich mich wieder versprochen. Auf jeden Fall, 3 Videos pro Tag seit ab heute bis, ich glaube, also irgendwann Anfang Mai wird es dann sein. Ich weiß nicht mehr genau, wann es ist. Und ich hoffe, ich kriege das so durchgezogen, solange das Wetter mich nicht irgendwie daran hindern möchte. Wie auch immer. Jedenfalls wollte ich noch was sagen. Jetzt habe ich das aber gerade vergessen. Ach ja, die Termine zum Mario Kart. Ich muss mal gucken, ob ich es dieses Wochenende hinkriege, einen Termin also herzurichten oder zu organisieren, wie auch immer. Dann müsst ihr mir dann auch rechtzeitig schreiben, wann ihr kommen könnt. Ich überlege gerade, war es Mario Kart 7 oder Mario Kart Wii, was zunächst kommt. Ich muss mal nachgucken, dann kann ich euch das sagen. Egal, auf jeden Fall schreibt mir doch mal bitte unten in die Kommentare, egal ob es jetzt Mario Kart 7 oder Mario Kart Wii betrifft, ob ihr am Wochenende in irgendeiner Form könnt. Das möchte ich gerne wissen von euch, denn sonst
kann nicht die Organisation gleich sausen lassen. Die Mühe muss ich mit mir ja nicht machen. Ich habe schließlich Ferien, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, das war's zu dem. Und kommen wir jetzt, glaube ich, ich denke, ich habe jetzt also gesagt, kommen wir doch mal zur nächsten Kanalinfo. Was ich dazu noch sagen möchte, wie gesagt, habe ich schon in den letzten Infos gesagt, dass ich ja vor einen neuen Kanal zu eröffnen nächstes Jahr. Würde mich sehr interessieren, ob einige von euch das überhaupt nicht wissen. Jedenfalls, und jetzt rastet der Regen wirklich aus, wird es wahrscheinlich so sein, dass der neue Kanal nächstes Jahr entweder so Richtung April, Mai oder auch erst im Juni eröffnet wird, weil ich noch nicht genau weiß, wie das mit der Schule wird, wann ich endlich mit meinen Klausuren fertig bin. Und es wird immer lauter hier, das gibt's doch gar nicht. Auf jeden Fall kann ich das nicht genau sagen, wann ich genug Zeit habe, damit anzufangen mit dem Kanal, denn der hat gerade zu Anfang sehr viel, ja, abzuleisten, an Zeit und an sonstigen. Und jetzt geht's richtig los. Ich glaube, ich sollte gleich mal schnell den Part beenden. Jedenfalls, warte mal kurz, ich mache einen kurzen Schnitt, wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht hat dann der Regen wieder aufgehört. Bis gleich. Okay, Leute! Der Regen hat noch nicht ganz aufgehört, aber es ist immer noch saulaut und ich glaube, es ist nur noch lauter geworden. Ich habe keine Zeit, jetzt noch irgendwie länger zu warten. Alter Schwede, was kommt denn da runter? Das geht ja gar nicht. Blöd, dass ich so ein Klappfenster habe, wo man das wunderbar hört, wenn da so Regen raufprasselt. Jedenfalls, ich hoffe, man hört mich auch hören. Zur nächsten Kanalinfo. Wie gesagt, es kommt wahrscheinlich erst, oder hoffentlich erst spätestens erst im Juni soweit, dass ich den Kanal starten kann. Und es wird ein Kanalvorstellungsvideo geben, das hoffentlich nicht allzu lange dauern wird, was ich aber vermute, weil ich sehr viel erzählen möchte. Und es wird an einem Freitag rauskommen, was ich auf jeden Fall schon weiß, damit es mit den ganzen anderen Videos, die nachkommen, passt. Das heißt, an einem Freitag wird der Kanal offiziell eröffnet und an diesem Freitag wird dann auch das erste Video, also dieses Kanalvorstellungsvideo, hochgeladen und ab 19 Uhr veröffentlicht. Und genau danach kommen die restlichen Videos, soll heißen, am Samstag um 19 Uhr kommt das allererste Infovideo. Und das soll genau besprechen, was als nächstes für Projekte kommen. Also die allerersten quasi für diesen Kanal. Und der Regen hat sich langsam ein bisschen beruhigt. Das finde ich gut. Ich kann jetzt wieder leiser sein. Ja, wie gesagt, Samstag kommt dann dieses Infovideo. Und Sonntag kommt dann die allererste Ankündigung um 19 Uhr. Generell werden ja alle Sondervideos, soll heißen, zum Beispiel die Infovideos oder Ankündigungen, werden um 19 Uhr generell kommen. Wenn überhaupt. Das wäre quasi meine Special-Zeit. Meine freigelegte Zeit, wo ich theoretisch dann ein Video veröffentlichen kann. Also um 19 Uhr. Das heißt, Freitag 19 Uhr Kanalvorstellungsvideo, Samstag 19 Uhr kommt das erste Infovideo und Sonntag kommt die erste Ankündigung zum ersten Projekt, was dann wiederum am Montag dann loslegen kann. Also am Montag geht es dann richtig los mit den Let's Plays. Ne? Und wiederum an diesem Montag, wo das erste Let's Play kommt, zumindest der erste Part, kommt quasi die zweite Ankündigung zum zweiten Projekt, was dann am Tag darauf, also am Dienstag, stattfinden wird. Und so weiter, bis ich dann meine fünf Projekte habe. Das heißt, am Donnerstag kommt quasi die fünfte Ankündigung zum fünften Projekt, was dann wiederum am Freitag startet. Und dann wird es nach dem Prinzip des zuletzt gezeigten Upload-Plans funktionieren. Ne? Und immer so weiter. Nur, dass es einfach Montag nur mit einem Video beginnt quasi. Also nur mit dem ersten Part des ersten Projekts. Also Projekt 5, 3 und 5 kommen noch nicht, die kommen erst dann, sobald sie angekündigt worden sind. Okay? Dann werden wir uns da ganz langsam reinsteigern. So ist es bisher geplant und ich würde sagen, ich beende jetzt einfach mal den Part. Ich hoffe, es hat sich alles soweit geklärt. Das heißt, dass alle Infos verstanden worden sind, gerade die jetzt eben. Gerade wegen der Akustik hier im Raum. Und dann, ja, kamen ja heute schon alle Videos. Das heißt, wir sehen uns erst morgen wieder bei den nächsten drei Videos. Und jetzt, wo ich aufhören möchte, hat der Regen aufgehört. Naja, fast. Das heißt, meine Lieben, bis morgen und dann bis dann und auf Wiedersehen.